Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Hood Squad Battles. Jawohl, Heavy Hitters, Anaheim Ducks 96, insgesamt Milan Lucic und Chris Pronger mit dabei. Außerdem McCarthy, Lindros, Neely, Domi, Richard, Clutterbuck, Clark, Messier, Barnaby, Brown, Bobray, Milan Lucic, wie vorhin schon gesagt, Verteidigung Pronger, Blake, Kasparaitis und Potvin, McSorley, Boykeboom und hinten Haxtell und Smith, okay. Solide Aufstellung. Mal schauen, wie unsere Jungs sich schlagen. Oh, 6.900. Zweimal spielen wir heute gleich. Okay, gut zu wissen. Dann würde ich sagen, auf geht's. Schauen wir mal. Mit unserem neuen Trevor Segres. Wartet noch auf eine neue Trikotnummer. Die 9 ist aktuell noch nicht verfügbar gewesen. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal, dass wir hier die nötigen Punkte einfahren. Und natürlich jetzt auch die Heavy Hitters schlagen, klar. Das ist jetzt das Hauptziel erstmal. Muss man noch sagen, ich bin glücklich, dass wir da mit unseren 13 Collectibles davon gekommen sind. Sieg ist wieder mit der 46, nicht wundern. Zumindest für die nächsten kommenden Spiele. Und wie gesagt, wir haben generell neue Reihen auch mit dabei. Könnt ihr gleich mal schauen, was unsere Jungs genau machen. Das ist. Seagrass legt sich. Und das gibt auch die 2 Minuten. Kann gleich damit rechnen, dass die Jungs hier nicht unbedingt die fairsten sind. Selbst geblockt, schade. Ja, hier hat das 2, 18:07 Powerplay. Cam Neely muss raus. Ja, natürlich lassen wir Powerplay 1 auf der. Oh shit, haben wir die geändert? Nee, passt. Nee, passt alles. Okay. Passt alles noch. Oh Gott. Ovechkin! Seagrass ordentlich Tempo. Frage ist, wie wendig Seagrass sein wird. Ja, definitiv nicht so wendig wie sonst. Nee, man merkt's, der Kreisel hinterlässt seine Spuren. Nenne ich es jetzt mal. Oh, stark Seagrass. Seagrass. Am Tor vorbeigelegt, Darlin. Oh, Konterchance für Richard. Potvin, Rinne. Und Seagrass. McKinnon. Hat er die Kraft noch? Ja, hat er. Nathan McKinnon. Linden hinterher. Linden. Ron Haxtell. Kommt hin. Ja, Trevor Segres fehlt der Kreisel. Und da muss ich mir jetzt tatsächlich selber die Frage stellen, was ist mir wichtiger? Ist gut abgefälscht. Was ist mir tatsächlich wichtiger? Defensive oder Offensive? Ich meine, ja, Seagrass ist einer von der ganz Großen, was das Spiel, oh, was das Spiel ums Tor herum angeht. Das ist mir durchaus bewusst. Clark. Chip Run nach Rinne. Das gibt's doch nicht, Mann. Jetzt mal ernsthaft, Junge. Schau dir das mal an. Das ist absolut keine Gefahr. Rinne steht völlig falsch. Das ist absolut keine. Oh. Yes.
Problem ist, ich muss ihm halt wirklich vertrauen können. Hextl. Killorn. Killorn. Blake. Ovechkin. Scheibe ist weg. Clark. Subban. Dazwischen. Und das Problem ist, ich kann Rinne im Moment nicht vertrauen. Es geht nicht. Subban. Ovechkin. Das ist auch sowas. Was sind sowas hält er dann wieder? Tavares macht gut mit. Ovechkin. Scheibe kommt nicht durch. Drysdale, Lidström. Rinne. 2 Minuten noch. Ist natürlich eine immens starke Mannschaft, die sehr auf Check. Oh, Seagrass! Die sehr aufs Checking ausgelegt ist, die Mannschaft. Das sieht man auch an ihrem Auftritt. Xorley, Beukeboom, geblockt, Drysdale. Xorley, Ray, Rinne. Zeit läuft runter. McKinnon! 1-1, der Konter! Mal kurz ausgetrickst, jawohl, der passt! Oh, wichtig! Ja, das Problem, was wir jetzt halt natürlich hier haben, auch ist ganz einfach. Durch das, dass die relativ körperlich hart spielen und sehr viel Checks machen, das fehlt uns natürlich. Da fehlt uns Energie, damit nehmen sie uns schnell Energie. Jeder Check ist für die Gold wert und für uns ein halber Genickbruch. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt gesehen, es ist möglich. Wir müssen den Stiefel nur weiterfahren. McCarthy, Lindos, McKinnon, Seagrass. McCarthy, Rinne. Und dann macht das wieder ganz stark, Pekka Rinne. Es ist was soll ich jetzt sagen? Von diesen 8 Schüssen, die jetzt, glaube ich, kamen, hat er 7 brillant pariert und bei einem grandios dumm daneben gefasst. Wortwörtlich. Und das ist noch nicht mal gelogen. Carlson. Schön. McDavid, Carlson ist verletzt und es gibt keine Strafe, Alter. Hält sich den Kopf. Digga. Und ist es keine Strafe? Das ist keine Strafe? Freunde der Morgensonne. Das ist keine Strafe? Ich spiele die Scheibe weg. Und jetzt Achtung. Das ist ein Check voll gegen den Kopf. Ja, nee, wir spielen einfach weiter. 5 gegen 5, kein Problem. Absolut fair, was hier gerade passiert ist. Sorry, kein Verständnis für sowas, wirklich nicht. Hey, Duke. Well, kam auch der Check spät. Sehr, sehr spät. Ich glaube, Subban. Chickrun durch die Beine durch. McDavid. Hey, du Pfosten! Klaut er sich schön durch, nenne ich es jetzt mal.
Chick-Run. Chick-Run, hey du, zusammen mit drei Seitel. Ja! Das ist meine Mannschaft. Chick-Run hinten alleine gegen zwei, holt sich die Scheibe. Kurzer Blick nach vorne, hey, da starten zwei durch. Und dann so schön gegen Hexley. Was soll er denn da machen? Da kommt zwei auf ihn zu, er weiß, der Querpass kommt. Und die zwei positionieren sich so super, dass er da gar keine Chance mehr hat. Leon Dreiseitel trifft mal wieder für uns. Ovechkin ist geblockt. Dreiseitel killern! Domi. Chick-Run. Nächstes Subban. Das ist Ovechkin. Ovechkin. Dreiseitel. Killon. Pfosten. Knatterback. Domi. Rinne. Lässt prallen. Ist okay. Oh, Lidström nimmt Ovechkin mit. Schön gespielt. Ovechkin, Messier und Kasparaitis klären das dann. Taidomi. Taidomi gegen Turcotte. Turcotte hält ihn weg von sich. Ich habe mich gefragt, ob Turcotte wirklich immer noch so gut ist. Ja, ist er. Das ist kein Witz. Turcotte ist unfassbar stark. Drysdale. Nur McKinnon passt nicht auf. Sie kriegt die Scheibe nicht ganz. Wendell Clark, Messier und Rinne. Und jetzt ab in die andere Richtung. Mit McKinnon. Gerade angesprochen. McKinnon, Seagrass mit dabei. Seagrass! 3-1. Wir tun uns schwer, aber die schnellen Konter. Die schnellen Konter. Da ist eine kleine Lücke da, die nutzt Seagrass wundervoll aus. Team of the Season Karte, erstes Spiel, erster Treffer. Das war jetzt nicht so ganz geplant. Darlene löst es wieder super. Das ist der Grund, warum ich ihn wieder vorgeholt habe aus dieser letzten Reihe. Mein, mit Drysdale hinten ist auch super, wirklich. Aber es ist halt nicht unser Rasmus Darlene. Beckerin. McSorley. Liney. Brown. Gegen Crosby. Subban, Crosby, McSorley, Tavares, Crosby, Ray gegen Liney und Subban. Subban, ja. Gut gemeint, gut gemacht von Subban. Crosby schiebt hinterher, Tavares, Brown, nochmal Tavares und nochmal Tavares. Besan hat. Und das ist Crosby. Crosby, ah. Starker Schuss nochmal von Hajduk. Reicht aber nicht ganz. Leon Dreiseitel greift dann entscheidendes Tor 2-1. Das war die Führung und der war so stark gespielt. Hajduk, Dreiseitel. Und beide wussten, was Sache ist. 12 zu 10 Schüsse, ja. 13 zu 0 Checks. Und das ist das, was ausschlaggebend ist hier. Diese 13 zu 0 Checks. Wir haben auf dem Papier keine Chance körperlich. Wir haben eben nur technisch diese Chance und deswegen sage ich aktuell, dass technisch die Taktik eben so super aufgeht. Weil, wie gesagt, sobald wir hier einen körperlichen Zweikampf müssen, haben wir, oder ziehen wir automatisch den kürzeren Rinne wieder mit so einem Patzer. Pronger. Turcotte. Raus damit. Sehr schön. Seagrass hinterher. 96 Tempo machen sich dann halt doch irgendwann auch mal bezahlt. Kann aber trotzdem hier über Widerstandsfähigkeit auch nicht diese Scheibe halten. Turcotte.
Suven. Das war weniger schlau. Seagrass jetzt hinten, der da mitgeht. Seagrass gut gemacht. Nochmal Seagrass. Zwei, dreimal stark nachgesetzt. Und jetzt mit der Konterchance. Seagrass. Oh, wird im letzten Moment gestört. Linden wird einfach umgefahren. Quarterback gegen Darlene. Rinne. Ja, wenn man einen Verteidiger hat, der danach geht, dann macht das auch Sinn. Und Rinne einfach von Anfang an die Scheibe richtig rausspielt. Oh. Milan Hejduk. Linden. Hejduk. Oh, stark verteidigt. Am zweiten Pfosten Linden gegen Klatterbach. Versucht hinterher zu kommen. Suben. Linden. Och, naja, McDavid mit einem kleinen Fehler. Darlin, Klatterbach. Boah, gut gemacht. Schön gespielt von Darlin Ovechkin. Kriegt die Scheibe nicht zu fassen. Schade, sonst wäre es hier 4-1 gestanden. Uns fehlt Tempo. War wichtig, dass wir Seagrass hier wieder reingekriegt haben mit 96 Tempo, aber trotzdem, ja. 96 Beschleunigung, 95 Tempo, glaube ich. Aber es ist trotzdem ein Unterschied. Das ist Alex Killorn. Messier gegen Lidström. Drysdale, Last Man Standing. Gut geblockt von Ovechkin. Killorn sofort hinterher. Potvin. Klack. Killorn lässt nicht locker. Ovechkin passt auch sofort auf und sofort wieder auf Killorn. Die Bande entlang. Jamie Drysdale. Scheibe rüber auf Lidström! Was für ein Hammer! 3-1 in der Mitte. Zack, 4-1. Leon, was ist los mit dir? Hat 95 und schon macht dann Doppelpack. Als Center in der dritten Reihe. Schauen wir mal, ob der Online dann auch so gut ist, wie es jetzt Offline macht. Oh, Crosby fast mit dem perfekten Stil. Haben jetzt das Spiel zum Glück relativ gut unter Kontrolle. Wir müssen halt schauen, dass wir weiter defensiv so stark auftreten wie bisher. Ja, Tavares, Lidström wäre ein bisschen besser gestanden. Drysdale, Wahnsinn. Ganz anderes Auftreten neben Lidström. Oh, Kasparaitis. Brown, Ray. Und das ist Alex Turcotte. Nein! Turcotte kriegt ihn. Es gibt Powerplay für uns. Behinderung wird gepfiffen. In Kasparaitis. Bin ich gespannt für was. Oder wo das zu sehen war. Gar nicht. Dann müssen wir es uns so anschauen. Würde mich jetzt schon interessieren. Ich habe eigentlich jetzt keine Strafe gesehen eigentlich. Für die 11. Also irgendwo hier muss eine Aktion gewesen sein. Das ist die Strafe, Freunde. Das ist die Strafe. Dieses... Okay. Eine Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten, leider. Muss ich jetzt... Sorry, das ist keine Strafe. Also in einem Zweikampf versucht er, McKinnon daran zu hindern, Richtung Tor zu kommen. Und das reicht aus für 2 Minuten. Wow. Oh, Pronger! Boah, so, und ist hier nochmal die Frage, warum Turcotte so stark ist. Weil er halt solche Dinge einfach mal durchbringt. Weil er das Glück hat, dass diese Scheibe durchrutscht. Und dann haben sie Glück, dass sie Pronger haben.
der die sofort hier hinten rausholt. Patrick Laine. Oh Gott. Patrick Laine ist abgefälscht. Nee, ist nicht abgefälscht. Gott. Kommt nicht hin. Scheibe fliegt da perfekt auf ihn zu. Kommt trotzdem nicht hin. Ja. So, und das ist, jetzt muss ich einfach sagen, das ist ein Witz. Jetzt pass mal auf. Wir holen uns hier die Scheibe von Blake. Haben sie. So, und jetzt achte mal, wie Blake da an die Scheibe rankommt. Nee, echt nicht. Fährt einfach zurück und hat sie wieder. Komm. Ist einfach ein lächerlicher Witz, mehr nicht. McDavid jetzt damit Tempo kommen. McDavid, jawohl. McDavid Linden. 5-1. Legt ab, Linden kriegt sie. Kurzes Eck ist offen. Ich liebe diesen Mann. Trevor Linden. Keiner trifft so häufig wie er. Ich weiß nicht, ob die volle Punktzahl noch drin ist. Ich glaube nicht. Dafür haben unsere Gegner auch mal zu häufig aufs Tor geschossen. Killorn, Scheiben bleibt offensiv. Oh, Ovechkin ist nicht mitgelaufen. Ist halt schade. René, oh, Alter. Starke Parade wiederum. ...6-1, volle Punktzahl für den Torunterschied. Alex Killorn. Was für ein Auftaktspiel. Jawoll. Sieg! 6-1 schlagen wir am Ende die Heavy Hitters, die stark starten mit 1-0. Da haben wir gar nicht ins Game reingefunden, haben wir gerade so vor Drittelpause noch das 1-1 gemacht und dann haben wir das Spiel komplett zu unseren Gunsten gedreht. Trotzdem muss ich sagen, der eine Gegentreffer für Pekarinne war halt nicht nötig. War halt einfach nicht nötig, dass er da so daneben fasst. Aber wenn es wirklich 6.000 Punkte geben sollte... Nee, nur 4.000. Warum zeigen sie uns 6.000 an? Irgendwie ein bisschen bescheuert, wenn es nur 4.000 gibt. So, 6-1 schlagen wir die Jungs. 18-18 Schüsse. Das ist halt schon ein Drittel der Schüsse bei uns drin. Ein Ausrufezeichen. Ja, Leon Dreiseitel, Spieler des Spiels, würde ich sagen. Da kann man, glaube ich, auch gar nicht viel zu sagen. Weil da kommt dieser Hammerschuss hier von Lidström. Der selber nicht reingegangen wäre, sondern nur durch Dreiseitels Abfälschen tatsächlich so schön im Netz landet. Haben sie ganze Arbeit geleistet, unsere Jungs. Sehr schön. So, dann haben wir gleich noch ein Spiel. Abschließen, jawohl. Ja, gegen Team of the Week. Bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund. Ciao mit V. Wir sehen uns.